Zucker. Er macht unser Leben süß. Aber die weißen Kristalle, die wir im Laden kaufen, erinnern kaum noch an die Feldfrucht, aus der das süße Endprodukt gewonnen wird. Rund 3000 Landwirte bauen allein in Unterfranken Zuckerrüben an. Einer von ihnen ist Johannes Ment aus Gaukönigshofen in der Nähe von Würzburg. Also Zuckerrüben werden bei uns auf dem Betrieb schon, hat mein Großvater schon angebaut. Ich bin mit der Zuckerrübe groß geworden. Seit 1657 oder so tatsächlich sitzt die Familie Ment auf diesem Hof. Die Zuckerrübe nimmt in seinem Betrieb neben anderen Feldfrüchten wie Mais, Gerste oder Weizen eine wichtige Rolle ein. Innerhalb einer konsequenten Fruchtfolge leistet die Hackfrucht viel für Böden, Wasser und Klima, zum Beispiel beim Thema Nitrat. Die Zuckerrübe ist ja eine, gerade in Sachen Nitratproblematik, gilt sie als Gesundungskultur, weil sie die Kultur ist, die die beste Stickstoffeffizienz hat. Zuckerrüben haben einen besonders hohen Flächenertrag von bis zu 100 Tonnen pro Hektar. Aufgrund der langen Vegetationszeit bis weit in den Herbst hinein speichern die Pflanzen viel CO2. Die Rübe ist ein Pfahlwurzler und wenn man mal ein Bodenprofil graben würde, kann man sicherlich die ganz feinen Rübenwurzeln bis über einen Meter Tiefe, sieht man die noch. Mit diesen tiefen Wurzeln lockert die Rübe den Boden und fördert seine Wasseraufnahme und Wasserhaltefähigkeit. Das ist wichtig, denn die Klimaveränderungen der letzten Jahre sind in Franken besonders stark zu spüren. Landwirt Ment hat Glück. Sein Betrieb liegt auf natürlich fruchtbaren Böden. Noch halten sich die Auswirkungen der Trockenheit in Grenzen. Man kann, denke ich, schon durch angepasste Fruchtfolgen, angepasste Bodenbearbeitung, dadurch, dass man halt verhindert, dass man Winderosion hat, dass man vielleicht auch Wassererosion hat, kann man natürlich versuchen, seine Böden fruchtbar zu halten oder vielleicht sogar noch ein bisschen fruchtbarer zu machen. Und da, glaube ich, sind wir im Moment sogar auf einem sehr guten Weg. Das Rübenjahr ist lang. Gesät wird meist im März. Rodung und Ernte können bis in den November andauern. Weil Rüben empfindlich gegen Unkräuter sind, ist Pflanzenschutz unverzichtbar. Johannes Ment setzt, wie die meisten seiner Kollegen, auf eine Mischung aus Spritze, Maschinenhacke und Handarbeit. Sorgen macht den Bauern aktuell die aus Frankreich stammende Schilf-Glasflügel-Zikade. Das Insekt infiziert die Rüben mit Bakterien, die zu einer Verharzung der Leitbahnen führen. Der Zuckergehalt infizierter Rüben sinkt dadurch um 2 bis 7%. Das macht ihren Anbau schnell unwirtschaftlich. Mit Insektiziden ist der Schilfglasflügelzikade nicht beizukommen. Deshalb setzen die Bauern zunehmend auf alternative Lösungsansätze, wie eine optimale, standortbezogene Sortenwahl. Christoph Ott vom Verband Fränkischer Zuckerrübenbauer beschäftigt sich intensiv mit dem Versuchswesen in Franken. Wir testen hier eine Vielzahl an Sorten, machen aber weiterhin auch Pflanzenschutzmittelversuche über Insektizide, Herbizide, Fungizide. Dann auch Düngungsversuche, die hier ein Schwerpunkt mit dabei dann sind. Und das Ziel ist einfach hier regionale und neutrale Versuchsergebnisse zu erhalten und daraus dann auch den fränkischen Rübenanbauer die richtige Empfehlung für den Rübenanbau zu geben. Im Kampf gegen die Bakterien der Schilfglasflügelzikade zeichnen sich erste Erfolge ab. Es gibt Sorten, die damit besser klarkommen. Anfällige Sorten, da sinkt dann auf einmal der Zuckergehalt. Und hier bei den toleranten SBR-Sorten bleibt einfach der Zuckergehalt stabil. Und das ist momentan die einzige Lösung, die wir haben. Generell gilt, je besser die Sorten auf den Standort abgestimmt sind, desto höher sind die Chancen auf einen guten Ertrag bei einem Minimum an Pflanzenschutz. Bei der Auswertung der Versuchsergebnisse und der Ertragsdaten aus der Zuckerfabrik nutzt Christoph Ott natürlich auch digitale Hilfsmittel. Wir arbeiten da eng zusammen mit dem Institut für Zuckerrübenforschung in Göttingen. Gibt es auch ein Statistikprogramm, nennt sich Rübezahl. Sämtliche Daten, was wir dann aus der Fabrik bekommen, können wir dann hier mit dem Computer dann auch statistisch verrechnen und sehen dann, welche Sorten auch wirklich statistisch absicherbar besser als die übrigen Sorten sind. Das Versuchswesen wirkt zugleich wie eine Art Frühwarnsystem beim Auftreten von Blattkrankheiten oder Schädlingsbefall. Wenn wir hier sehen an den Monitoring-Standorten, dass hier der Cercospora-Druck, das ist die wichtigste Rübenkrankheit bei uns, deutlich zunimmt, dann kommt ein Warnanruf an die Landwirte. Und der Kontrollaufruf bedeutet quasi, die Landwirte sollen raus, sollen sich ihre eigenen Flächen auch anschauen. Es könnte sein, dass hier eine Behandlung ansteht. Aber wir arbeiten halt mit der Natur zusammen und solche Monitoring-Systeme helfen da natürlich dann auch, das Ganze besser einzuschätzen. Rüben wie diese sind das Rohprodukt für unseren Zucker. Im Herbst beginnt die sogenannte Rübenkampagne. Sie umfasst den gesamten Zeitraum von der Ernte bis zur Vermarktung. Zunächst werden die Hackfrüchte in sogenannten Mieten am Feldrand aufgeschichtet.
Von dort werden sie je nach Auslastung der Zuckerfabrik weiter transportiert. Sobald die Rüben in der Fabrik ankommen, beginnt der Prozess der Verarbeitung. Nach dem Waschen und Zerkleinern wird durch Auskochen der Rübenschnitzel ein Rohsaft erzeugt. Anschließend wird der gereinigte Saft verdampft, kristallisiert, zentrifugiert und getrocknet. Am Ende steht als wichtigstes Produkt die Raffinade, unser Haushaltszucker. Ein Nebenprodukt ist die gehaltvolle Melasse, ein dunkelbrauner Sirup. Die ausgekochten Rübenschnitzel werden als Tierfutter verwertet. Keine Frage, Zucker ist ein wichtiges Stück Lebensqualität. Gut zu wissen, dass man sich auch hier ganz auf die regionale Landwirtschaft verlassen kann. Engagierte Landwirte in Bayern setzen auf nachhaltige und innovative Anbaumethoden und pflegen einen verantwortungsvollen Umgang mit den wichtigen Ressourcen Böden, Luft und Wasser. Für ein Dolce Vita mit Augenmaß und ohne schlechtes Gewissen.